Ja, hallo Leute, willkommen bei dem Part, wo ich heute einen Roboter 1 überhauen werde mit einem Elektrostab. So, wie man das am besten macht. Also am besten macht es so, ihr rennt zu dem Roboter hin, ihr versucht ihn. Nee, dir will ich den nicht klauen. Ich will den alle klauen, wo ist der? Na du Arsch! Gib mir dein scheiß Chip! Gib mir dein Chip, Mann! Mann! Ja! Komm her! Komm her, Mann! Gib mir dein Chip! Arschloch! Ah! Genau, ich schmeiße Scheiß da weg, ich nehme den Chip mit. Ja, ich wollte den kleinen. Ich wollte den kleinen Roboter nichts tun. Ich hoffe, der nimmt mir das nicht übel. Musst du das tun, Roboter? Ich will doch, dass du mir hilfst und immer bei mir bist. Weil sonst wäre es voll schade. Okay. Los geht's. Neue Chip-Kack-Dingens bekommen. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. Oh. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Meine Haare. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Sieht so scheiße really aus. It's just beginning to sink in. Es beginnt, wenn ihr einen Fick da aufgibt, wenn ihr aufnehmt. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. It just keeps suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Ja, kein Ding. Los geht's. Ja, natürlich ist das schwer. Oh, er ist mein Vater. Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. Scheiße. Normal. Ja, ich höre dich speaking. Of course you do. Ja, tu ich. Nicht im Stufersee. Nicht im Stufersee. No. So. Hier ist zwar alles wasserdicht, ne? Aber ich frage mich, ob dort, wo wir jetzt sind, ob die Erde nicht eigentlich hier. Nein. Nein. Ich denke so viel nach. Drück den Schalter einfach. Drück den Knopf. Genau. So auf wie. Ja, kein Ding. So, jetzt haben wir auch genug kein Horror erlebt. Jetzt erleben wir gleich wieder Horror. Keine Sorge, Leute. Das kommt bestimmt gleich wieder. Da lässt sich das Spiel bestimmt nicht viel Zeit mit. Na gut, Frachttransporter. Bring mich doch einfach mal sicher irgendwo hin. Und bring mich nicht um. Oh nein. Heißt das, wir gehen jetzt... Ja. Oh nein, wir gehen durch die Tiefen. Oh, scheiße. Wisst ihr, das ist etwas, was ich an Subnautica so liebe. Da habe ich schon letztes Mal drüber geredet. Ich habe das geliebt, immer weiter tiefer schwimmen zu können nachher mit den Upgrades. Und es wurde echt immer furchteinflößender, und so weiter man nach unten kam. Ich habe jetzt gehört, da kamen so ein paar Updates raus, weshalb man sich jetzt wohl noch mehr vor dem Spiel fürchten soll. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. So, wir bewegen uns jetzt ganz langsam dorthin. 230 Meter. Muss ich vor irgendwas Angst haben? Ah. Tiefe. Ach du Scheiße. We can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh. Sorry. Ja, er ist jetzt mittendrin. Thinking about what we've become. Richtig, jetzt geht's los. It's clear that we're no longer human.
But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, so. I don't have du bist ja nicht Simon. No mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. Yeah. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and das go insane? Könnte sein. I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines take time and concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Okay. Dann lass uns doch mal überlegen, wie das hier weitergeht jetzt. Wir sind im Theta angekommen. Jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter? Was werden wir als nächstes tun? Was gibt es als nächstes zu tun? Was machen wir? Ja, ja. Wir müssen das blöde Ding finden, die Dunbat oder wie das heißt, aber wie schnell geht das? Oh mein Gott. Hallo. Hello. Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Scheiße. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human. One living scan in an Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Also, wenn ich das richtig verstehe, die haben die menschliche und die normale und die Scan-Version auf die Arche geschickt. Und je nachdem, ob man diesen Prozess überlebt hat, darf man selber reingehen oder nicht. Sonst hätten wir die anderen gekillt, irgendwie. Was denn? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon, so I can apologize. She always got into trouble with Strohmeyer when someone killed himself. Strohmeyer. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin. Yeah, I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. That's City Vibe. See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. Alter, ey, der kriegt's nicht übers Herz, ey. Die liegt da einfach nur irgendwo verrottet an der Ecke. Und kriegt gar nichts mit, ey. Oh. Ich könnte den Stecker ziehen. Ich könnte mal wieder den Stecker ziehen. Ich werde wahrscheinlich den Stecker ziehen müssen.
Leck mich am Arsch. I can figure this out. Ja, kannst du das. Alter. Danke! Dreh den Scheiß hier. Danke. Drehen. Und rein. Und Schalter. Knopf. Oh, macht einen guten Eindruck. Bitte bringt mich nichts um. Nichts umbringen. Nichts umbringen. Ich nur hier für Asylantrag. Ich nur hier rein. Ich nur hier rein. Ich nur hier rein. Ich nur haben. Ich habe nichts zu verlieren. Ich nur hier rein. Nein, nicht, dass er sie jetzt denkt. Ich bin nicht böse. So. Gut, ich bin Sicherheit, oder? Wenn man sowas Sicherheit nennen kann. Hallo, Kamera. Um die Tour schwenken. Danke. Schön. So weit sind wir schon gekommen. Oh Mann, ey. Das wird hier aber immer schlimmer. Was kannst du nicht erkennen? Ich höre noch nicht mal was. Können wir nicht einmal die Tür aufmachen hier? Weiß es nicht. Zugriff gewährt. Aber die Tür auf jetzt hier. Okay. Hier sind wir also und es ist Blut da. Schön. Hello? Anyone there? Ja. Hier ist doch jeder. Ich weiß gar nicht, was da. Hier ist doch alles super. Schwenkt mal ein bisschen. Zugriff verweigert. Leck mich am Arsch, ey. Aber was? Was fehlt dir? Fehlt dir ein Code oder eine Sicherheitsstufe? Ja, irgendein Level Sicherheitsstufe fehlt mir. Okay. Gut zu wissen. Aber hier machen wir dann nächstes Mal weiter, Leute. Nächstes Mal sehen wir uns hier in Täter. Dann schauen wir mal, was hier so passiert. Ich habe nämlich kein gutes Gefühl bei der Sache. Das sage ich euch gleich. Hier wird einiges sowas von schief gehen. Aber für den Moment würde ich sagen... Aber den Scheiß dagegen! Scheiße, ist wahrscheinlich schwer genug, ne? Haben wir irgendwas Schweres, was wir dagegen schmeißen? Ich will noch das Glas zerbrechen in der Folge. Ich will noch das Glas zerbrechen, okay? Lass ich das Glas zerbrechen. Gibt's ja auch irgendwo wieder Feuer? Komm her. Mit dir hat es auch letztes Mal funktioniert. Raus! Raus! Hallo? Wo ist das gruselige Vieh, was ich abschlachten will? Gruseliges Viech, das ich abschlachten will? Ich bin langsam echt enttäuscht. Okay, dann eben halt nicht. Diese Folge nicht mehr. Okay, tschüss. Und da war doch... Gruseliges Viech, das ich abschlachten will. Wo ist es? We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Heroic? At least it feels worth doing. Yeah, to see y'all. Here we go. The Dunbat. Damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station.
Okay. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Okay. Wir suchen jemanden, der uns da helfen kann. Und wir, es ist irgendwas, was uns töten will. Bis zur nächsten Folge. Wir lassen uns nicht töten. Und ich hoffe, die Qualität in den Videos in den letzten zwei war okay. Ausnahmsweise, schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob das okay gewesen ist. Von der Qualität, ob man damit jetzt besser leben kann. Weil weiter komme ich nicht mit meinem Limit. Sonst müsste ich das wirklich nochmal ganz anders angehen. Aber ich glaube, so ist es jetzt okay. Also bis dann. Ich sehe euch. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.